Hallihallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Heute möchte ich anfangen, eine neue Reihe mit euch anzugehen, und zwar die Do-It-Yourself-Kosmetik für weniger Wegwerfplastik. Auch wenn ich hier ein bisschen Plastik verwende, ist es alles oder weitestgehend alles wiederverwendet und weiterverwendbar. Ihr benötigt hierfür eine Flasche bzw. einen Behälter, in dem ihr das Massageöl, was ich heute mit euch machen möchte, anmischen könnt und aufbewahren könnt. Dann benötigt ihr ätherische Öle und ein Trägeröl. Das kann Jojobaöl sein, das kann tatsächlich auch Olivenöl sein oder Mandelöl. Ich erkläre euch gleich im Einzelnen, worauf ihr darauf achten müsst bei der Wahl des richtigen Trägeröls und auch was die ätherischen Öle betrifft. Dann benötigt ihr noch einen Trichter zum leichteren Abfüllen und dann kann es auch schon losgehen. Wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, wenn ihr das Glöcklein an der Seite aktiviert, wenn ein neues Video von mir online geht, und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und genau das wollen wir jetzt an dieser Stelle tun. Ich erkläre euch erstmal ein bisschen was zu den ätherischen Ölen, worauf ihr hierbei achten müsst. Und zwar sind die ätherischen Öle mischbar. Ich verwende in ganz seltenen Fällen nur ein einziges. Meistens mache ich mir eine Mischung zusammen. Ich experimentiere auch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ich bin da sehr experimentierfreudig. Mal gefallen mir Dinge, mal etwas weniger. Es ist sinnvoll, ein bisschen vorher auszuprobieren, bevor ihr das auf das Trägeröl anmischt und in der Flasche anmischt. Nachher habt ihr hier 100 Milliliter oder 50 Milliliter und mögt das gar nicht. Ihr solltet wissen, dass wenn ihr so ein paar Tropfen erstmal an kleiner Stelle einzeln zusammenmischt, dass das natürlich sehr viel intensiver riecht, weil das ja ein Konzentrat quasi ist, als wenn ihr das dann mit dem Trägeröl zusammenmischt. Also das solltet ihr vorweg einkalkulieren. Wenn ihr das in das Trägeröl gebt später, dann ist die Mischung bei weitem nicht so intensiv. Also erschreckt euch nicht, wenn ihr das erstmal vorweg mit ein paar Tropfen ausschließlich mit ätherischen Ölen zusammenmischt. Worauf ihr hierbei achten müsst bei den ätherischen Ölen: ihr habt das bestimmt schon mal in den Drogeriemärkten, gegebenenfalls vielleicht auch in Supermärkten gesehen, dass es solche Öle gibt. Hierbei solltet ihr unbedingt darauf achten. Meistens ist es so, dass in Drogeriemärkten oder gegebenenfalls sogar Supermärkten keine richtigen ätherischen Öle angeboten werden. Das sind ausschließlich chemisch hergestellte Duftöle, die bestenfalls für die Duftlampe geeignet sind, aber nicht zum Auftragen auf den Körper, weil nämlich diese Duftöle können allergische Reaktionen hervorrufen. Deshalb solltet ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr solche Öle kauft, dass da ein Vermerk drauf ist, dass es naturidentisch ist. Also alles andere, nur Duftöle oder so, das würde nicht ausreichen, dass es wirklich zu 100%ig ätherisches Öl ist. Wenn ihr euch ganz sicher gehen wollt, dann könnt ihr über einen Link, den ich euch in der Infobox unter diesem Video hinterlasse, in diesem Shop mal nachschauen, weil dort bestelle ich regelmäßig alle meine Zutaten oder fast alle. Ein paar ätherische Öle wie diese hier habe ich jetzt auch mal woanders bestellt. Aber fast alles, was ich für meine Do-It-Yourself-Kosmetik benutze, und ich mache mittlerweile wirklich sehr viel selbst, bestelle ich dort. Auch die Behälter kann man dort bekommen, solche Flaschen. Und ich habe jetzt dieses Mal, die habe ich auch schon vor vielen Jahren mal bestellt, mit mehreren zusammen. Das ist jetzt eine 100 Milliliter Flasche, man kriegt sie auch kleiner in 50 Milliliter zum Beispiel. Es ist zwar Plastik, auch wenn ich sage, ich bin das Thema angegangen mit Do-It-Yourself-Kosmetik, um Wegwerfplastik zu vermeiden. Es ist so, dass man das ja eben auswaschen kann und ja immer wieder verwenden kann, und deshalb kann ich das ruhigen Gewissens in diesem Fall hier auch diese Plastikflasche verwenden. Ein bisschen unglücklich bin ich darüber, dass dieses Jojobaöl mir in einer Plastikflasche geliefert wurde. Ich weiß, dass die in kleineren Mengen auch in Glasflaschen von diesem Versandunternehmen liefern, deren Link ich euch, wie gesagt, hier unten in der Infobox hinterlasse. Ich habe mich jetzt hier für die 1-Liter Flasche entschieden, weil ich wirklich sehr viel selber mache. Ich weiß aber auch, dass ich, wenn ich mir diese Literflasche kaufe, trotzdem weniger Wegwerfplastik produziere, weil eben sehr vieles wegfällt und ich das auf sehr viele Produkte eben aufbrauchen und ummünzen kann.
Zum Trägeröl. Ich habe hier dieses Jojobaöl genommen, kalt gepresst. Das ist eins der meistverwendetsten Öle, wenn es um Hautprodukte geht. Das nimmt die Haut wunderbar auf, macht sie seidig, geschmeidig. Bei Babyölen habe ich mir angelesen, ich habe da selbst nicht so die Erfahrung mit, bei Babyölen wird gesagt, dass sehr gut Mandelöl sehr gut für Babyöl, für Babyhaut sein soll. Ja, müsstet ihr selber mal ausprobieren. Mandelöl ist sehr viel teurer als Jojobaöl. Ich denke nicht, dass euer Baby vom Stuhl fällt, wenn ihr auch Jojobaöl nehmt. Ihr könnt auch, und das ist nämlich das Gute, weil nämlich Olivenöl wird ja in fast allen Fällen in Glasflaschen verkauft, Olivenöl nehmen. Das Einzige ist, dass Olivenöl von der Farbe her nicht so schön ist, weil das ja so einen grünlichen Touch hat. Wenn euch das egal ist, könnt ihr in jedem Fall auch Olivenöl nehmen. Auch das wird von der Haut wunderbar aufgenommen. Es besteht überhaupt gar keine Probleme damit, nur weil es im Lebensmittelbereich überwiegend angewendet wird. Genau, das dazu. Also in den allermeisten Fällen wird hier Jojobaöl genommen. Alternativ kann in jedem Fall Olivenöl genommen werden. Es besteht die Option Mandelöl. Sanddornöl ist auch noch eine Angelegenheit. Das ist zwar ein etwas trüberes Öl, hat aber unwahrscheinlich viele Vitamine A, E, diverse andere noch. Ich würde es, wenn ihr Sanddornöl ausprobieren möchtet, als Trägeröl, nicht zu 100% Trägeröl nehmen, auch das ist nämlich sehr viel teurer als alle anderen Öle, sondern dass ihr nur ein Viertel vielleicht nehmt oder ein Drittel von dem Sanddornöl, den Rest vielleicht damit Jojobaöl aufgießt und dann eben die einzelnen Tropfen ätherischen Öle. So, jetzt möchte ich nicht länger rumquatschen. Ich verwende hierfür dann am besten immer den Trichter. Dann geht in den seltensten Fällen was daneben. Und ich verwende, also zuerst mal gebe ich die ätherischen Öle rein, also den Trichter für das Trägeröl. Dann geht am wenigsten daneben. Die ätherischen Öle, die gebe ich so hinein. Und ich habe mich hier entschieden für einmal Neroliöl. Das geht so ein bisschen ein, also Neroli ist ja so diese Orangenblüte. Hat aber auch einen Touch irgendwie was von 4711, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich möchte hier aufgrund der Jahreszeit, aufgrund der Aktualität so ein bisschen weihnachtlich in die Duftrichtung gehen. Deswegen nehme ich hier Neroliöl. Mir ist nämlich das Orangenöl leider ausgegangen. Dann habe ich hier Weihrauch und Zimtblätteröl. So, und diese drei ätherischen Öle, da gibt man immer nur wenige Tropfen hinein. So, und genau das hoffe ich, dass das hier... Manchmal schießt das hier auch so raus. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. 3, 4, 5. Das ist jetzt das Neroliöl. Davon gebe ich 5 Tropfen rein. Also ihr seht, das geht recht fix. Und diese Körperöle, die kann man ganz regulär nach dem Duschen anwenden, aber natürlich auch für Massagen sehr gut geeignet. Jetzt von Weihrauch. Ich gebe immer ganz vorsichtig, kippe ich die Flasche an. 1, 2, 3, 4, 5. Man kann das natürlich auch anderweitig aufteilen, dass man von dem einen nur 3 Tropfen nimmt, von dem anderen 7, wie auch immer. Ich würde aber auf 100 Milliliter in der Regel nicht mehr als 20 Tropfen maximal von ätherischen Ölen drauf geben. So, Zimtblätteröl, da bin ich ganz vorsichtig mit, da habe ich mich mal sehr verhauen, weil das dann zu intensiv wurde. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich mache hier immer ein Drittel von allem. So, jetzt kommt der Trichter drauf. Und jetzt gieße ich das Ganze vorsichtig mit diesem Jojobaöl bis hier oben hin auf. Dann wird durchgeschüttelt und dann ist das Öl fertig. So, ich habe in der Zwischenzeit den Verschluss drauf gesteckt und ein bisschen durchgeschüttelt. Und dann, also es muss auch ordentlich erstmal durchgeschüttelt werden, damit sich alles gut vermischt. Und dann ist es sofort verwendbar. Wie gesagt, bei Massagen kann man es gut verwenden, nach dem Duschen. Ich habe auch vereinzelt schon mal ein paar Tropfen genommen, um mir die Hände einzucremen.
sollte man aber eben recht sparsam mit umgehen. Deshalb reicht so eine 50 ml Flasche oder eben hier in diesem Fall eine 100 ml Flasche vollkommen aus. Man kommt da reichlich lange mit hin. Zumindest ich. Also ich, wie gesagt, ich gehe da recht sparsam mit um. Ich will ja nicht, dass meine Haut trieft, sondern dass sie einfach nicht so trocken ist. Und es eignet sich im Übrigen auch wunderbar, wenn man weiß, welche Düfte im Freundes- oder Familienkreis gerade angesagt sind. Sowas für, ja, als kleine Geschenkidee. An Geburtstagen, an Weihnachten zum Beispiel. Ich werde in der nächsten Zeit weitere Do-it-yourself-Kosmetik-Videos online stellen und euch zeigen, was ich im Einzelnen hier bereits schon fertiggestellt habe und ja, was man eben auch wunderbar als Geschenkidee nutzen kann und für sich selbst, wie man Wegwerfplastik immer verringern kann, immer weiter und vielleicht sogar irgendwann ganz darauf verzichten kann. Das möchte ich ganz gerne euch in dieser Serie, die ich mit diesem Tag hier heute beginne, Stück für Stück zeigen. Noch ein kleiner Tipp, was die Duftwahl betrifft. Wenn ihr zum Beispiel Minzöle benutzt, also Eukalyptus, Pfefferminze und dergleichen mehr, alles was in diese Richtung geht, dann könnt ihr euch natürlich auch sowas ähnliches wie ein Erkältungsöl mixen. Da würde ich dann aber nur so eine kleine Flasche nehmen von 25 oder 50 Milliliter. Und könnt euch damit auch zum Beispiel bei Kopfschmerzen die Schläfen massieren oder auf dem Brustkorb zum Beispiel, damit ihr besser durchatmen könnt, ist auch eine Option. Also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren dazu, auch mit Düften zu experimentieren, oder vielleicht habt ihr schon ganz klare Ideen, in welche Richtung das gehen soll. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch diese Serie, die neue Serie hier von mir gefällt und wenn ihr zur nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Ich habe schon vieles ausprobiert, was ich euch Stück für Stück zeigen werde, wie zum Beispiel auch so eine Handcremesalbe oder eine Gesichtsmaske, ein Peeling und vieles weitere mehr wird Stück für Stück kommen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Mixen. Das ist jetzt so das Einsteigerprojekt für das Ganze. Und in der nächsten Zeit zeige ich euch mehr. Also ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe für euch, eure Romy. Tschüss.